Frau Präsidentin. Ich finde es schön, dass Herr Noack noch mal gerade Ausführungen gemacht hat, warum es gerade wichtig ist, ja, die kommunale Selbstverwaltung zu stärken. Durch den Antrag der AfD, den ich ja gleich noch mal kurz vorstellen werde, aber auch durch den Antrag der Freien Wähler, dem wir natürlich, nehme ich mal vorweg, auch zustimmen werden, weil er in die richtige Richtung geht. Ja. Herr Noack hat ausgeführt, kommunale Selbstverwaltung, wie wichtig es ist, dass man den Ehrenamtlern Richtlinien an der Hand gibt. Was sind denn Erschließungskosten? Ja, was sind Straßenausbaukosten? Und genau da fehlt es. Ja, vielerorts legen die Kommunen, die Verwaltungen, Tatsache Straßenausbaukosten als Erschließungskosten um, ja, die nicht notwendig wären. Aber ich fange mal mit meiner Rede an. Werte Frau Präsidentin, werte Kollegen Abgeordnete, liebe Brandenburger, die Freien Wähler begehren diesmal mit ihrer zugegebenermaßen eigenwilligen Antragstitel, auch wir fanden ihn seltsam, aber ja, grundsätzlich nichts Falsches. So ist natürlich einerseits ein Mitbestimmungsrecht bei der zwangsweisen Beteiligung von Kosten für Projekte, die originär der Allgemeinheit zugutekommen, nicht nur notwendig, sondern sogar zwingend. Die richtige Lösung ist in diesem Fall aber die Überführung des Straßenerschließungsrechts in Landesrecht und Regelung der teilweisen Abschaffung. Die Freien Wähler haben uns schon mit einer Vielzahl von parlamentarischen und außerparlamentarischen Initiativen im Bereich des Straßenrechts beglückt, wie man so schön sagen kann, wie zum Beispiel die Volksinitiative zur Abschaffung von Erschließungsbeiträgen für Sandpisten. Wir als AfD-Fraktion fordern genau das bekanntlich schon eine Weile länger in unserem Programm, aber auch hier im Plenum. So haben wir hier im Plenum zum Beispiel den Antrag gestellt, Straßenerschließungsbeiträge landesrechtlich zu regeln und abzuschaffen, Drucksache 749. Und heute stellen wir folgerichtig auch einen entsprechend angepassten Entschließungsantrag zur Wahl, um die erste Hürde, die landesrechtliche Regelung, nehmen zu können. Wenn Herr Vogelsänger, wie er heute Morgen kundgetan hat, leider ist er jetzt gerade nicht da, doch er hört nicht zu, ja, wirklich was an Brandenburg liegen würde und vor allem an seine eigentlich schon länger hier lebenden Bewohner, dann würde er unseren Antrag zustimmen und seine Fraktion davon überzeugen, dass es richtig wäre, dem Antrag zuzustimmen. Aber auch das. Die Straßenerschließungsbeiträge landesrechtlich zu regeln und hinsichtlich der Sandpisten abzuschaffen, ist schon seit mindestens 1994 überfällig. Ja, wir erinnern uns, wie lange die Landesregierung hier an der Macht ist, oder vielmehr, wie hier regiert die SPD. Hätten sie schon längst in der Hand gehabt, da mal was zu machen. Weil nur dadurch wird die Rechtigkeit geschaffen. Es ist doch klar, dass die Bewertung als Neuerschließung für bereits teilerschlossene Straßen wie die Sandpisten unrecht ist. Und ebenso sind auch im Falle der Frage des Ob und Wie der Kostenaufbürdung von sonstigen Anliegerstraßen die Anlieger zu beteiligen, wenn man ihnen einen Kostenanteil aufzubürden beabsichtigt. Als Beispiel kurz genannt die Straßen, die in den 1930er Jahren erschlossen worden sind, nach preußischem Baurecht, was auch heute ja bekanntlich noch in Teilen gilt, wurde dann in den 80er und 90er Jahren nochmals erschlossen und sollen das heute wieder werden. Ja, und Umkehrschluss bedeutet dies, dass Familien in knapp 100 Jahren dreimal zur Kasse gebeten werden für die gleiche Sache. Und da fragt man die SPD, ob das ihre soziale Gerechtigkeit ist, die sie immer propagieren. Das ist nämlich eine soziale Ungerechtigkeit, die sie da propagieren und die sie hier die ganze Zeit dulden lassen. Oder man regelt weitere Fälle für die Abschaffung von Erschließungsbeiträgen, was zu einer Entlastung der betroffenen Anlieger führen würde. Hier muss die Frage erlaubt sein, was hat die SPD da wirklich im Auge? Die Interessen des brandenburgischen Bürgers sind definitiv nicht. Nein, und ich lasse keine Zwischenfrage zu. Lassen Sie uns die Abschaffung auch eines großen Teils der Straßenerschließungskosten vornehmen für bereits erschlossene bzw. teilerschlossene Straßen. Das ist schon lange überfällig und entspricht auch dem gesunden Menschenverstand. Durch die rechtswidrige Geltendmachung von Straßenerschließungsbeiträgen für sogenannte Sandpisten und die fehlende Mitbestimmung an weiteren Straßenbaumaßnahmen werden viele Grundstückseigentümer in den finanziellen Ruin getrieben. So ist es für viele Grundstückseigentümer ohnehin schwierig gewesen, ihr Grundeigentum finanziell zu stemmen. Und dann kommen noch weitere nicht unerhebliche Kostenbelastungen dazu, die ohne weiteres abgeschafft werden können. Und Geld kann man an anderer Stelle ohne weiteres eingespart werden. Ja, wenn es nur an Geld liegen sollte, der SPD, dann können sie dem trotzdem zustimmen, ja, indem man zum Beispiel vollziehbare Ausflüchte konsequent abschiebt. Da ist ein großes Einsparpotenzial vorhanden. Das sind immerhin die Menschen, die Erschließungskosten zahlen sollen, die ihre Gehälter mitbezahlen, ja, die sie da doppelt und dreifach belasten wollen. Aber das ist von Ihnen in der jetzigen Landesregierung natürlich nicht genehm. Ja, die Grundstückseigentümer sollen doch lieber weitergeschröpft werden. Stattdessen sind wohl die bereits abgeschafften Straßenausbaukosten als auch die Straßenerschließungskosten, die sind ein Teil der Daseinsvorsorge, ja, und müssen Tatsache vollständig vom Staat finanziert werden. Ausschließlich die Neuerschließung von Grundstücken soll für den Eigentümer kostenpflichtig sein, da er einen entsprechenden Vorteil erlangt durch die Wertsteigerung und Erreichbarkeit. Aber es muss natürlich auch ein Mitbestimmungsrecht geregelt werden. Es ist an der Zeit, endlich die Straßenerschließungsbeiträge landesrechtlich zu regeln,
wie die Bundesländer Berlin, Bayern oder Baden-Württemberg es schon umgesetzt haben und nur noch auf tatsächliche Neuerschließungen anzuwenden. Dem Antrag der Freien Wähler stimmen wir zu und werben auch darum, dass die SPD, den ja in Brandenburg was zu liegen scheint, auch unseren Antrag zustimmt. Dankeschön. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.